Ich bin Roland Gröll, ich arbeite am FZI, beim Kompetenzzentrum IT-Sicherheit. Vorher habe ich am KIT studiert, Informatik mit dem Schwerpunkt Algorithmentechnik und Kryptologie. Und die Kryptologie, die verfolge ich jetzt auch weiter am Kompetenzzentrum IT-Sicherheit. Mein Fachbereich, die Kryptologie, ist interessant, weil es die Informatik-Sachen und diese praktischen Sachen mit der Systemsicherheit, wann ist etwas sicher, wie kriege ich etwas sicher und wie wende ich etwas an, dass es sicher ist, mit mathematischen Modellen, mit denen man die Sicherheit formal beweisen kann, kombiniert. Und diese mathematischen Modelle haben mir auch schon im Studium viel Spaß gemacht, auch schon durch die Nebenfachvorlesungen, Zahlentheorie und Algebra und solche Sachen. Am FZI ist es sehr abwechslungsreich. Durch die Projekte mit der Wirtschaft und die Beschäftigung mit Promotionsthemen, die eher theoretischer Natur sind, im Gegensatz zu den Projekten. Und was wir auch machen können, wir haben zwar keinen Lehrauftrag, aber wir können uns durchaus an der Lehre beteiligen, bei Seminaren oder beim Betreuen von Abschlussarbeiten. Und das sind so drei Sachen, die recht unterschiedlich sind. Und das macht halt einfach Spaß, dass man Abwechslung hat. Eine Promotionsstelle kriegt man quasi automatisch, wenn man hier anfängt. Und das Thema kristallisiert sich dann mit der Zeit raus. Man hat halt durch die Projekte viel zu tun, aber dann beschäftigt man sich auch schon mit den promotionsrelevanten Sachen oder den potenziell promotionsrelevanten Sachen, wie eben diese gitterbasierte Kryptographie. Und merkt dann, das ist ein Bereich, der gefällt mir, der macht mir Spaß und da sind noch Forschungsfragen offen. Und dann liest man sich immer weiter ein und veröffentlicht dann auch Paper dazu und irgendwann wird dann daraus dann eine Doktorarbeit. Also den Tag beginne ich meist damit, Paper zu gitterbasierter Kryptographie momentan zu lesen und mich da weiter einzuarbeiten. Später mache ich dann weiter mit der Projektarbeit. Da wurde letztens ein Meilensteintreffen fällig und da ging dann viel Zeit dafür drauf. Demnächst ist ein anderes Meilensteintreffen fällig. Da müssen wir auch noch Folien machen. Da müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten. Und donnerstags kommen meine Studenten für die Abschlussarbeiten vorbei. Die schicken mir dann meist am Mittwoch vorher ihren aktuellen Stand, den ich dann durchlese und dass ich denen dann am Donnerstag Feedback dazu geben kann. Mein Doktorvater sitzt am KIT und momentan gehen wir mit der Taskforce Mathematik einmal die Woche eben dorthin, um mit anderen über mathematische Themen zu sprechen. Und da bietet sich auch die Gelegenheit, mit meinem Doktorvater zu reden.